Der große Unterhaltungsfilm am Samstag. Die Weltpremiere bei RTL. Sehen Sie am nächsten Samstag den ersten Film unserer neuen Reihe. Erleben Sie Humor, Spannung, Liebe und Abenteuer mit internationaler Starbesetzung. Morgan Fairchild, George Hamilton, Julia Kent und Tommy Steiner in Das Paradies am Ende der Berge. Nächsten Samstag um 20.15 Uhr bei RTL. Das ist euer neuer Kindergartenlehrer. Ostern passiert's. Arnold Schwarzenegger ist der Kindergartenkopf. Ostermontag um 20.15 Uhr bei RTL. Guten Abend zu den Spätnachrichten. Im historischen Basar von Istanbul ist heute eine Bombe hochgegangen. Eine tunesische Frau war sofort tot, ein Spanier starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Mindestens 15 Menschen wurden verletzt, darunter sind 8 weitere ausländische Urlauber. Vermutlich steckt die PKK hinter dem Anschlag. Die Bombe war vor diesem Juwelierladen in einer Schuhputzkiste versteckt. Überall in der alten Marktgasse waren Trümmer und Glassplitter verstreut. 2 weitere Bomben wurden noch rechtzeitig entschärft. Von dem Täter fehlt jede Spur. Die Polizei machte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für das Attentat verantwortlich. Die Verletzten, darunter 3 Spanier und 2 Franzosen, wurden mit schweren Splitterverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Pläne Bayerns, kurdische Gewalttäter schon in den nächsten Tagen in die Türkei abzuschieben, sorgten auch heute für Diskussionen. Die SPD betonte noch einmal, dass sie grundsätzlich dagegen ist, Kurden abzuschieben. Die Rechtsexpertin der Partei, Hertha Däubler-Gmelin, sagte, Ausnahmen könne es nur geben, wenn die Türkei für jeden Fall einzeln Garantien abgibt. Der türkische Botschafter in Bonn dagegen befürwortete die Abschiebeabsicht. Das Schicksal der Kurden war auch eines der häufigsten Themen bei den Ostermärschen, die heute in mehreren deutschen Städten stattfanden. Mit mäßiger Beteiligung allerdings. Die größte Veranstaltung gab es in München. Etwa 1000 Ostermarschierer zogen dort in die Innenstadt. Das Motto hier: Militär schafft keinen Frieden und Rüstung keine sicheren Arbeitsplätze.